Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den SC Paderborn. Endstand vor 3.806 Zuschauern 2:2. Ich darf beide Trainer recht herzlich begrüßen. Lukas Kwasniok von den Gästen vom SCP und unseren Coach Gerhard Kleppinger. Natürlich hat der Gästetrainer das erste Wort. Lukas, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ja, ist tatsächlich keine so leichte Analyse des Spiels. Unterm Strich haben wir 2:2 verloren. Ich einfach finde, wenn du hier 2:0 führst, den Gegner nach und nach zurechtlegst, ein Traumtor erzielst durch einen Freistoß von Muslia und dann mit dem zweiten Tor wunderbar herausgespielt nachlegen kannst, dann darf einfach vor der Halbzeit kein Gegentor mehr passieren. Und da hatten wir so 5 Minuten, das waren die einzigen 5 Minuten, wo wir einfach so dieses Gefühl hatten, ach, jetzt können wir den Gegner vielleicht auch so ein bisschen schwindelig spielen, haben Positionsstruktur verlassen und prompt wird es bestraft. Und dennoch hast du dann, nachdem wir uns sehr, sehr schnell wieder gefangen haben, die Riesenmöglichkeit durch Leipertz auf das 3:1. Und ja, das darf schon nicht eng sein in der Halbzeit. Und bevor der Gegner das 2:2 macht, haben wir da auch eine Riesenaktion mit Platte, die wir dann eben nicht verwerten. Und so kassierst du nach dem zweiten Ballverlust in der eigenen Hälfte ein Gegentor. Und auf einmal steht 2:2 und trotzdem, natürlich kommt dann so ein wenig das Stadion und es wird nicht leichter und wir haben da schon noch 10 Minuten gebraucht. Dann haben wir auch wieder so Oberwasser gewonnen und haben dann ja sicherlich den Pfostenschuss und dann noch die große Aktion von Maxi Rohr in der Nachspielzeit. Und ich will da jetzt nicht irgendwie sagen, dass das völlig unverdient war dann für Sandhausen. Aber für uns, aus unserer Sicht, ist das Ergebnis, gemessen an den Spielanteilen, gemessen am Spielverlauf eben auch für uns, das ist, hat null mit mangelndem Respekt gegenüber dem Gegner zu tun, aber für uns ist es einfach peinlich. Ja, wir haben vorne kläglich vergeben und wir haben hinten in 3 Situationen schlecht verteidigt. Dann nimmst du hier leider nur einen Punkt mit. Vielleicht eine Sache, auch wenn ich das ungerne tue, und dennoch ist es für mich einfach wichtig, das auch mal so zu sagen. Ich weiß um die Situation vom SV Sandhausen, aber ich war letztens beim Handballspiel im Finale. Und man muss sagen, wir sagen immer, wir müssen uns eine Scheibe so ein bisschen abschneiden vom Handball. Ich muss echt sagen, wenn du ab der 55. Minute 10 Spielunterbrechungen hast durch Krämpfe und danach 6 Minuten nur Nachspielzeit bekommst, es geht ja nicht nur um die Minuten, sondern es ist einfach kein Spielerrhythmus möglich. Das ist einfach, finde ich, auch unsportlich. So deutlich muss ich das auch sagen. Ich finde, wenn du das irgendwann in der 85. dann machst, dann ist das in Ordnung. Aber Bachmann war, glaube ich, 3-mal auf dem Boden gelegen. Und dann ist es grenzwertig, wie ich finde. Das wollte einfach loswerden. Sorry dafür, aber ich finde, es ist schon auch mal wichtig, klare Kante zu bekennen. Vielen Dank. Danke, Lukas. Und dann gebe ich rüber zu unserem Trainer Gerhard Kleppinger. Kleppo, bitteschön. Ja. Ja, ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen sind. Wir haben wenig Torchancen zugelassen am Anfang, aber mit zunehmender Dauer, das ging so ab der 10. Minute los, haben wir fast überhaupt keinen Zugriff mehr bekommen auf das Spiel von der Paderborner Mannschaft, das sehr variabel war, die auch gespickt sind mit sehr, sehr guten Spielern, sind dann auch in Führung gegangen, wobei ich nicht ganz verstehen kann, warum wir da einen Foul machen da hinten, wo der Freistoß überhaupt entsteht, weil der Ball eigentlich bei mir an der Trainerbank vorne war. Und aber der Freistoß war hervorragend geschossen, dann lagen wir 2:0 zurück. Zum Glück haben wir jetzt durch eine sehr gute Passfolge und Einzelaktion von Kemal da zum 2:1 zurück, sind wir zurückgekommen, haben noch gelebt oder die haben uns leben lassen bis zur Halbzeit mit dem 2:1. Wir haben dann umgestellt, auch mit den 3 Wechseln und auch System umgestellt. Ich glaube, da hat man etwas besseren Zugriff, allerdings auch, wie schon angeführt wurde, der Leipzig ist, glaube ich, 1 oder 2 liegen. Aber wir kommen zum 2:2, hatten dann auch noch 1 oder 2 Chancen gehabt, um auch da beim 2:2 mal in Führung gehen zu können. Können es wieder kurz vor Schluss auch wieder verlieren mit dem Standard, wo der Frei vorbeiköpft. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, in der Situation, wo wir drin sind und gegen so eine starke Paderborner Mannschaft 0:2, dass wir da zurückkommen, das gibt mir Mut für die nächsten Spiele oder für die restlichen Spiele. Kleppo, vielen Dank für deine Analyse. Dann gibt es Fragen seitens der anwesenden Journalisten. Das ist eine Nachfrage. Bitte schön.
Matthias Reichstein, Westfalen. Matthias Kleppinger, was sagen Sie denn zu dem Vorwurf von Ihrem Trainerkollegen? Haben Sie es auch so gesehen und fanden Sie es auch ein bisschen übertrieben von Ihrer Mannschaft? Ja, ich muss nur mal mit denen reden, was da war. Wenn einer einen Krampf hat, hat er einen Krampf. Dann bleibt er halt mal liegen und man soll das nicht übertreiben. Es gehört ab und zu mal dazu, dass man so ein taktisches Ding da zieht, aber soll dann nicht überhand nehmen. Aber ich glaube nicht, dass es voll Absicht war. Ich glaube schon, dass die Jungs dann auch angeschlagen waren und deshalb zu Boden gegangen sind. Der Bachmann musste auch raus aus dem Spiel, hat ja nicht mehr weiter gespielt. Und von daher, ja, ist okay. Weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich darauf hinweisen, dass wir nächste Woche hier gegen den SSV Jahn Regensburg das nächste Heimspiel haben, das zweite dann kurz hintereinander. Auch dazu natürlich herzlich willkommen. Ansonsten schönes Restwochenende, gesund bleiben und unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Bis dann. Tschüss.